Wilhelm Alexander und Maxima der Niederlande gelten als absolute Sympathieträger. Das niederländische Königspaar ist bei seinem Volk sehr beliebt und trägt das auch gerne nach außen. Bei öffentlichen Auftritten wird immer wieder deutlich, wie gerne die beiden ihren Landsleuten nahe sind und sind auch für Fotos bereit. Doch genau das wird ihnen nun zum Verhängnis. In ihrem aktuellen Familienurlaub in Griechenland entsteht ein Schnappschuss mit einem Fan, der dem Paar sehr nahe kommt. In Zeiten von Corona und einem benötigten Mindestabstand entsteht ein riesiger Shitstorm. Das Königspaar entschuldigt sich daraufhin öffentlich. Nun teilt das niederländische Königshaus neue Porträtfotos von Kronprinzessin Amalia. Diese Bilder kommen genau zum passenden Zeitpunkt und rücken das Ansehen der Familie möglicherweise wieder in das rechte Licht. Herrschaftlich und mit festem Blick schaut die Kronprinzessin in die Kamera. Die 16-Jährige posiert in einem hellblauen Blusenkleid und mit einem großen braunen Taillengürtel in den königlichen Räumlichkeiten. Dabei fällt noch ein Detail auf. Unter ihrem blonden Rapunzelhaar versteckt sich eine kleine goldene Kette mit einem eingravierten A. Nicht nur ihr eigener Name, sondern auch die Namen ihrer Schwestern Alexia und Ariane beginnen mit diesen Buchstaben. Ein tolles Statement zum Schwesternzusammenhalt. Ein Zufall ist die Publikation der Bilder sicher nicht. Ihren Zweck erfüllt sie allemal.